Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, weil wir wieder auf meinem Kanal. Heute gehen wir mit E-Shoppen, der ist heute mein Kameramann. Hallo! Es wollten noch welche, dass ich jemanden grüße. Und zwar grüße ich heute meine Cousine Marie und Paul. Let's go! Los! So, jetzt gehen wir erstmal zu Teddy und dann noch zu Kick. Hallihallo, Hallöchen, hier ist ihr aus dem Schnitt und ich wollte euch einmal kurz sagen, bevor das Video startet, wir haben tatsächlich manches einfach eiskalt vergessen, zum Beispiel Kick haben wir vergessen, aber ihr werdet trotzdem ein grobes Video, sage ich dazu mal, sehen, weil es ist ganz durcheinander, es ist nicht nur shoppen, Leute. So, wir haben jetzt hier diese tollen... Ich würde das an deiner Stelle gleich mal drehen. Ja, diese Handtasche. Die will sich Luna kaufen. Die will ich nicht haben. Okay. So. Mal gucken, was ist denn das? Brauchst du so ein Reinigungsteil? Das könnte ich echt lange brauchen. Jetzt kommt zu einem Video auf meinem Kanal. Heute werden wir diesen Lindt-Kalender testen. Denn es ist einfach so. Wir haben ihn gerade gekauft für 10 Euro. Eigentlich ist Lindt-Schokolade ja immer richtig teuer, aber dann kriegen wir den hier für 10 Euro. Ohne Packzettel. Und jetzt werden wir die 1 öffnen. Hier ist sie auch schon. E ist Kameramann. Du machst die ungeraden Zahlen, ich mach die geraden Zahlen. Weil dann habe ich Nikolaus und... Nee, du machst alle. Okay, Luna, präsentiere. Weiße Schokolade. Hol's raus. Es kommt nicht. Okay, ich helfe. Hier muss man das nämlich vielleicht auch mal hochmachen, ne? Ah, ich hab's. Okay. Also das ist im ersten Türchen drin, Leute. Wir bewahren erstmal alles auf. So, let's go to... Ich mach Nummer 2. Ja, ich filme die Nummer 2. Also, hier geht's los mit der Nummer 2, Leute. Und in der Nummer 2 befindet sich ein Hello, nice to sweet you, Caramel Brownie. Cool. Ich finde die jetzt nicht so gut, also, aber ich meine dafür, dass es die Nummer 2 ist, eigentlich okay. So, jetzt filmt er mich wieder bei der Nummer 3. So, wo ist Nummer 3? Ey, Emil. 3, 3, 3. Da. Oh, wieder eine Kugel. Sag mal, zieh ich heute Wetten? Ich zieh heute nur so Kugeln. Guck mal, was das ist. Das ist die Vollmilch-Schokoladen-Lindkugel, die klassische. In klein. Jetzt ist er wieder. Ich habe die Nummer 4. Die Nummer 4 befindet sich hier. Auch ein ziemlich großes Türchen wieder. Bin ich mal gespannt. Oha! Direkt in der Nummer 4. Eine große Lindor-Kugel Haselnuss. Oh geil. Haselnuss finde ich jetzt nicht so lecker. Digga! Aber ich meine, Haselnuss ist okay für die Türchen 4. Okay, wir sind bei Türchen Nummer 5 angekommen. Du hast die 3 vergessen! Nein. Doch! Ah nee, die habe ich auch. 5. Da. Ich habe halt immer die kleinen. Ich habe halt immer die kleinen. Nein. Sie hat etwas gezogen. Ey, du musst auch. Eine Lindkugel. Oh, hatte ich ja noch gar nicht. Hier. Das ist eine Lindkugel. Okay, ich mach weiter mit der Tür. Also übrigens, kurzer Einblick. Wir haben das jetzt schon. Also diese Kugeln hier. Warte. Diese Kugeln hier, diese kleinen Kugeln. Also die Kugeln sind übrigens voll. Nein, es gibt von jeder Sorte 4. Dann diese Warte, Kugel und diesen Brownie. Nein, die sind durch. Ich guck, es gibt von jedem 4. Nein, die sind wirklich durch. Es gibt von jedem 4. Doch, ja. Okay. Ich mach Türchen Nummer 6. Ich finde, an Nikolaus muss immer was Besonderes drin sein. Ist jetzt heißt, deswegen möchte ich, wenn hier Nikolaus soll mich nicht enttäuschen. Und es ist tatsächlich ein Edeka-Coupon drin. Für 2,50 Euro. Und ein kleiner Nikolaus. Also, da nehmen wir euch auch gleich noch mit für diesen kleinen Edeka. Für Nikolaus ist okay. Habe ich doch schon geschätzt. Ich hätte mir aber den kleinen Teddy gewünscht. Ja. Emil, den lösen wir gleich ein. Ja? So.
7. Das ist Türchen Nummer 7. Ich möchte übrigens immer die ungeraden Zahlen. Ja. Da. Bestimmt das jetzt mal wieder jeder. Eine Kugel. Luna ist heute die Kugelfrau. Ja, hätten an jedem Ungeraden ist eine Kugel drin. Okay, Luna, deine Geschenke zu finden, was du schon gesammelt hast, ist ja leider nicht so schwer. Ich habe viel coolere Sachen schon gesammelt. Ich habe nämlich schon einen Edeka-Coupon. Mann, was ist denn gemein? Ich habe dieses Türchen Nummer 8 jetzt. Türchen Nummer 8 befindet sich hier. Sehr cool. Oh, das erste Mal, dass ich eine Lindor-Kugel Oh nee, er hat auch noch weiße Schokolade. Ich bin halt cool. So, übrigens, wir teilen uns das. Wir sind mal ein bisschen teilen. Ja. 9. Ich suche gerade 9. Oh mein Gott, das ist ein bisschen größer. Da kann einem gehen. Oh, der kleine Teddy. Also, ganz ehrlich, dafür, dass es die Nummer 9 ist, finde ich das echt enttäuschend, dass der Teddy da drin ist. Aber jeder wie er will, ne? Ich bin richtig undankbar. Nee, ich finde, der Teddy, der hätte was Besseres gekriegt. Ja. Der hätte so 2 Tage vor Weihnachten. Oder 22. Ja. Na? Okay, ich bin bei Türchen Nummer 10 dran. Übrigens, wir nehmen euch gleich mit, wenn wir diese Coupons einlösen. Ja. Ich glaube, die müssen wir gar nicht einlösen. Doch, die kann man in diesem Automaten scannen, ne? Die kann man einfach nehmen und dann scannen lassen. Ja, so. 10. Ja. Ich schätze es. Ja! Nein, er hat schon wieder weiße Schokolade. Schreibt mal einfach, ich glaube. Leute, schreibt mal rein, was ihr am Ende am besten findet und was ihr von den Kugeln am besten findet. Findet ihr die blauen, die weißen, also die gelben oder die roten oder die. So, wartet, ich guck mal eben. Also, ihr müsst reinschreiben, was ihr am liebsten mögt. Schreibt einfach rein, was ihr am Ende am liebsten mögt. So, film mich. Film mich. So, was muss ich suchen? 11. 11. Die 12? Die 11. Übrigens, Leute, wir haben einen Adventskalender. Haha, mal wieder weiße Schokolade, endlich. Und den wollten wir jetzt einfach nochmal testen, um zu gucken, wie das alles schmeckt. Okay. Ich bin der. Wir sind an der Hälfte schon. Mein Türchen Nummer 2. Ich mach's gespannt, ihr dürft noch nicht reingucken. Wir sitzen wir halt mitten im Markau. Okay, echt richtig enttäuschend, was da jetzt rauskommt. Oh, 60% Kakao. Also man muss jetzt mal überdenken, meistens bekommen wir diesen Adventskalender mehr so Erwachsene und da ist es okay. Aber nee, die mögen wir einfach beide. Für die Hälfte, ganz ehrlich, so ein schlechtes Türchen. Ich finde, da hätte der Engelchen oder der Teddy besser gepasst. Also kann man machen, muss man. Meine Lieben. So, mal wieder die 13 suchen, ne? 13? Ja, 13. Ja. Ey, Benton, da ist wieder so eine Lindkugel. Sie hat einfach nur Lindkugeln. So. Dann wollen wir mal weiter gucken. Ich zeige euch das mal so. Wir sind bei der Nummer 14 übrigens jetzt angelangt. 14. Such einfach. Ich hab so Lust, noch einen zu öffnen. Nee, wir gehen gleich die Coupons einlösen. Es ist, oh, das ist wieder ein Nougat-Teil. Und zwar ist es heute ein Hello, Nice to Sweet You Crunchy Nougat. Ach, okay. So, und jetzt geht's wieder weiter bei mir. Da ist auch hier noch Pommes nebenbei. Weil wir eben Pommes hatten. So, was haben wir jetzt? Nach 14 kommt die 15. Ey, Leute, ich ziehe einfach wetten wieder eine Lindkugel. Du hast heute Pech. Ja. Okay. Küche Nummer 16. Hier. Das ist schon wieder so groß, ey. Es ist eine weiße Lindor-Kugel. Alter, Emi, wo packen wir das gleich alles rein? In unser Magen. So ungefähr. Das 16 kommt die Kugel. Und ich ziehe wieder deine Lindor-Kugel. Wetten? Ah nee, das kann ich mal machen. Du hast einen. Warte. Cookie. Musst du vorlesen. Cookie. Hello, sweet, nice to sweet you cookie cream. Das Cookie sind einfach schon ja, so. Ja, den esse ich. Nee, das ist meiner. Steck mir einfach gleich. So, okay. Los geht's.
Nummer 16, ne? Nein. Wir 15. 17 ist dran. Hast du 17 nicht schon gemacht? Ja, jetzt ist 18 dran. Oh, wir sind voll weit. Wie lange nehmen wir auf? Guck mal bitte. Schon 9 Minuten 6. Hier ist 18. Weit. Das war ja auch ein spannendes. Ja, mal wieder eine Linderkugel. Ich glaube, die roten sind auch eins. Das ist die letzte. Nein, die dritte. Es gibt noch zwei Kugeln zu gewinnen, Leute. So, und jetzt? Danach 18 kommt natürlich die 19. Emil, pass jetzt auf. Wir machen jetzt mal wieder die 19 so ein bisschen spannender. Weil es ist einfach schon wieder. Ihr dürft euch in der Zeit schon. Wow, okay. Es ist eine Linderkugel. Eine große. Ja. Eine klassische. Fette. Okay, ich bin dran mit Türchen Nummer 20. Wir haben dann echt nicht mehr viele Leute. Ja, schon vor deiner Nase. Wir machen es hier richtig spannend. Oh. Es ist der Hello Nice to Sweet You Strawberry Cheesecake. Ich hasse so Strawberry. Ich auch, aber ganz ehrlich, für die 20 ganz cool. Die verschenken wir, die Mitarbeiter. Nein, die wir nicht mögen, die verschenken wir gleich. 20, ich mach schon mal ein Thumbnail. Lächel mal. Lindkugeln. 21. Seht ihr, ich kenne dich. Du hast heute Pech. Du siehst so dick. Wieder gemacht. Okay, dann haben wir jetzt welche Nummer? 19? Nein, die hatten wir schon. Wir haben schon 22. Ach so. Och nee. Die letzte Lindkugel. Ja, wie traurig. Oh nee, die 21 ist zu groß. Leer? Leer ist die 12. Upsi. So, wir hatten jetzt 22, jetzt habe ich 23 auch. 21. Das ist die 24. Nee, die 23. Ja. Das Lindherz. Warum hast du die 3? Ach doch, war richtig, okay. Yeah. Das Lindherz ist in der 23. Merkt euch das, Leute, nicht in der 24. Und das letzte Türchen. Das ist Special Effekt. Nicht mich filmen und so. Nee. Das ist Gutschein. Der Engel, ganz cool. Und der Gutschein, auch wieder mit 2,50 €. Sind also insgesamt 5 Euro. Ja, 5 Euro. Ganz ehrlich, ich finde die 24 richtig, richtig enttäuschend. Ich finde es so doof, dass das Herz woanders drin war. Also echt, Edeka, so ein Scheiß. So, das wäre auch der Kalender. So eine Kacke. Zeig jetzt den Kalender. Okay, weil wir natürlich jetzt ehrenvoll sind, werden wir diesen Kalender jetzt öffnen. Emil, das musst du alles gleich. Okay, so. So, wir müssen diese Kram jetzt alles hier einpacken. Und ich muss noch mein Skirt hier. So, warte, ich drehe jetzt einmal die Kamera. So. So. Bringen wir jetzt erstmal alles hier weg, ne? So, wir melden uns gleich wieder. Und dann lösen wir mit euch das ein, ne? Ja. So, bis gleich. So, wir lösen jetzt hier gerade die Kompons ein. Wir haben